Eine Pfeife, die mit unglaublich vielen Features daherkommt und dabei trotzdem nur ungefähr 120 € kostet. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, beziehungsweise so, als ob da irgendwo versteckte Minuspunkte sein müssen. Ob da welche sind, gucken wir uns heute an. Review Epox 360 von Aladdin und die Pro-Variante. Die Pfeife ist zwar schon eine ganze Zeit auf dem Markt, ich habe mir aber trotzdem die Zeit genommen, die erstmal ordentlich zu testen und heute kommen wir zum Review. Erstmal, weil ich es eben im Intro schon wieder gesagt habe, weil das einer der größten Verwirrungsfaktoren bei dieser Pfeife ist. Es gibt die Epox 360 von Aladdin und es gibt die Epox 360 Pro von Aladdin. Die Pro hat ein Feature mehr. Und dieses Feature kann man sich sogar im Nachhinein noch für die normale 360 kaufen. Und das ist das Blow-Off-Sleeve mit den Löchern drin, sodass der Rauch auch zur Seite rauskommt. Habt ihr eben schon in den Cinematics gesehen und ich zeige euch auch hier nochmal gerade Aufnahmen davon. So viel erstmal dazu vorneweg, weil das ein riesen Verwirrungsfaktor war bei vielen Leuten, die mich zu der Pfeife schon gefragt haben und auch bei mir selbst. Um nochmal auszuholen, wir kennen Aladdin schon von der 360, von der 470, von der 670 und von vielen anderen Pfeifen auch noch, die immer ein gutes Set an Features dabei hatten, immer eine Verarbeitung hatten, die absolut in Ordnung war und dabei extrem günstig sein konnten. Und genau das will Aladdin jetzt auch wieder machen, so in einem ähnlichen Kleid, wie schon die 360 damals war, aber mit Features, die man sonst eigentlich nur bei viel, viel teureren Pfeifen sieht. Insgesamt haben wir nämlich bei der Epox 360 9 verschiedene Blow-Offs und wenn man dann noch die Pro dazu zählt, kommen wir auf insgesamt 10 Blow-Offs. Das sieht man sonst nur bei Pfeifen, die mindestens 20 € mehr kosten. Aber bei so vielen Blow-Offs reden wir da eher von sowas wie einer Stimulation Pro X Mini, die mal mindestens 200 € kostet. Das heißt, wir haben wieder eine kompakte Pfeife mit Schliffanschluss, mit verstellbarem Diffusor, kein Tellerschliff, das funktioniert natürlich nicht, aber mit 10 verschiedenen Blow-Offs in der Pro-Variante für 130 €. Ob die Pfeife, abgesehen davon, erstmal eine gute Pfeife ist, das gucken wir uns bei unseren normalen Review-Punkten an, an denen wir uns jetzt auch entlanghangeln. Angefangen mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Da kann man sagen, hat sich eigentlich absolut nichts verändert im Vergleich zu den Vorgängern von Aladdin. Die waren für den Preis auch schon immer absolut solide und genauso sieht das jetzt aus. Es läuft nicht jedes Gewinde butterweich wie bei einer Made in Germany, Aeon oder Stimulation, aber dafür müssen wir hier auch nicht mehr als 200 € ausgeben. Die Frage ist, laufen die Gewinde gut genug? Auf jeden Fall. Im Glas habe ich eigentlich keine Fehler gefunden, hier und da mal ein minimales kleines Bläschen, aber nichts, wo ich bei dem Preis traurig drum wäre oder sauer drum wäre. Verarbeitete Materialien sind vor allem Edelstahl, natürlich Glas bei der Bowl und bei der Epox 360 haben wir auch Epoxidharz an den Sleeves dabei. Bei der Verarbeitung dazu kommt diesmal aber, dass man die Pfeife ein bisschen häufiger umbaut als vergangene Aladdin-Pfeifen. Ich habe keine Angst, dass da was kaputt gehen könnte über die Zeit, nur fällt es einem schon häufiger mal auf, dass nicht jedes Gewinde absolut fehlerfrei läuft. Wie gesagt, ich hatte nie Probleme damit und deswegen muss ich euch sowas sagen. Auf der anderen Seite, bei einer 130 € Pfeife, dass nicht jedes Gewinde läuft wie bei einer 300 € Pfeife made in Germany, ist, finde ich, absolut verkraftbar. Und es waren auch nie so Probleme, dass ich irgendwie genervt war vom Zusammenbau oder so. Es hat immer alles funktioniert und die liefen alle und die Anschläge waren gut. Es ist halt nur mehr aufgefallen als bei einer normalen 360, weil man bei der halt 10 Blow-Offs umbauen kann. Punkt Nummer 2, die Optik und das Design. Wie immer bei dem Punkt, am Ende des Tages müsst ihr wissen, ob euch die Pfeife gefällt und viele von den Sachen, die ich vielleicht sage, die mir nicht gefallen, gefallen jemandem und so weiter. Es ist einfach komplett subjektiv, ob euch die Pfeife gefällt oder nicht. Für mich persönlich ist es nach wie vor eine schöne Pfeife, das habe ich bei der 360 gesagt und da die Pfeife fast ungefähr so aussieht wie eine A36, wie eine 360, ist das bei der Pfeife eben immer noch genauso. Es gibt aber den Unterschied, dass mir manche Blow-Offs nicht vom
Blow-Off her, sondern so wie die Pfeife dann dasteht, vielleicht nicht ganz so gut gefallen. Da wäre zum Beispiel der hier, wo man den einen Blow-Off-Ring so montieren muss, dass der Rauch hier nach unten geht. Ich finde das jetzt nicht so cool, dass hier so ein Knubbel hängt. Aber auf der anderen Seite muss mich das auch nicht stören, weil ich muss sie ja nicht so benutzen. Aber ich wollte es trotzdem sagen, es gibt Konstellationen, wo die Pfeife schöner aussieht, wie zum Beispiel beim Teller-Blow-Off oder bei dem Blow-Off von oben nach unten. Ansonsten haben wir extrem viele verschiedene Farben, was die Sleeves angeht. Aber wir haben auch viele verschiedene Farben, was das Metall angeht. Es gibt Roségold, es gibt Gold, es gibt Schwarz und es gibt natürlich die normale Edelstahl-Optik. Ich muss sagen, ich habe mich ein kleines bisschen hier in die komplett schwarze Variante verliebt. Wenn ich mir einfach die komplette Pfeife angucke, bis auf den ein oder anderen Blow-Off, gefällt mir das eigentlich immer gut, wie die Pfeife dasteht. Was natürlich auch noch bei der Optik mit reinspielt, ist der Blow-Off. Und das ist wahrscheinlich eins der größten Verkaufsargumente von dieser Pfeife. Der Teller-Blow-Off, da sieht man, dass eben nur 4 Auslässe oben montiert sind und das sieht manchmal nicht komplett gleichmäßig aus, aber abgesehen davon sind die anderen Blow-Offs alle sauschön. Der Blow-Off mit den verschiedenen Auslässen hier an dem Sleeve habe ich mir ein bisschen cooler vorgestellt. Wenn man da reinpustet, kommt da einfach eine Wolke raus. Da muss man halt ein bisschen spielen, wie fest man da eben reinpustet und dann sieht das auch wieder geil aus. Mein absoluter Favorit ist aber tatsächlich dieser Blow-Off, den ich hier gerade montiert habe, wo der Rauch von oben an der Rauchsäule entlang der Base über die Bowl, über den Tisch läuft. Und der sieht bei der Pfeife so nice aus, weil sie so eine schön schmale Base hat und der Rauch wirklich in einer gleichmäßig geschwungenen Form da rausläuft und ich finde, das sieht krass aus. Gerade mit der schwarzen hier, wo du nochmal einen besseren Kontrast zu dem Rauch hast, kommt das extrem geil. Es ist eine gute kleine Pfeife mit extrem vielen Blow-Offs zu einem sehr erschwinglichen Preis. Da will die Pfeife glänzen und ich kann sagen, das tut sie auch. Übrigens, wir haben jetzt in dem Review keine Aufbauanleitung mit dabei. Das hat aber einen guten Grund. Aladdin hat sich da extrem viel Mühe gegeben. Wenn ihr euch die Pfeife kauft, ist da ein kleines Heft mit dabei, wo alles drin steht. Und ihr könnt auch nochmal die verschiedenen QR-Codes scannen und könnt euch auf der Seite jeden Umbau von der Pfeife in einem Videotutorial angucken. Wer es dann noch nicht zusammengebaut bekommt, dem wäre auch hier nicht geholfen. Ein Blow-Off habe ich ja gerade an. Das ist der Teller-Blow-Off. Den kann ich euch gerade nochmal live im Review zeigen. Aber wir haben ja auch alles noch als B-Roll. Ich switche jetzt gerade nochmal auf die schwarze und dann zeige ich euch ja nochmal hier meinen Lieblingsblow-Off und dann haben wir auch nochmal statt Full Diffuser den halben Diffuser. Und das ist für mich der geilste Blow-Off. Und ich glaube, genauso würde ich die lassen. Aber man hätte die Möglichkeiten umzubauen und den Blow-Off zu wechseln. So, die Verarbeitung ist absolut in Ordnung für den Preis. Die Optik gefällt mir persönlich gut. Die Blow-Offs sind extrem nice. Fehlt uns aber trotzdem noch der wichtigste Punkt auf der Review-Liste, ohne den alle anderen Punkte komplett egal wären. Rauchverhalten. Wie ist der Durchzug? Wie ist der Anzug? Und da kann ich bei beiden Punkten sagen, bin ich positiv überrascht. Ich finde, im Vergleich zu der Aladdin 360 ist der Durchzug sogar nochmal ein kleines bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, an welcher Stelle danach geholfen wurde, ob die Bohrung am Schlauchanschluss der entscheidende Faktor ist oder ob da sonst irgendwo ein Durchmesser erweitert wurde. Ich habe das Gefühl, es ist noch mal ein kleines bisschen besser geworden. Der war vorher schon gut und jetzt ist er für mich sehr gut. Es ist nicht ganz auf dem Level von einer Aeon Edition 4 Lounge oder so, aber er ist auf jeden Fall ausreichend. Punkteskala von 0 bis 10, würde ich sagen, sind so ungefähr eine 7,5. Ähnlich wie eine KFS 2, ähnlich wie eine Breeze 2. Also ein ganz normales Maß an Durchzug. Anzug ist natürlich dadurch, dass wir hier auch eine schön kleine Pfeife haben, extrem nice. Die 360 stehen übrigens für die Millimeterzahl. Die Pfeife ist bis zum Kopfadapter 36 cm hoch. Und dadurch hast du natürlich einen sehr kurzen Weg und das führt zu einem sehr geilen Anzug. Also, jetzt haben wir alle Parts durch. Kommen wir abschließend zum Fazit. Für mich ist die Aladdin Epox 360, in Klammern die Pro-Variante mit dem 1-Sleeve mehr, eine extrem coole Pfeife. Sie kommt in einem Komplettset für zwischen 120 und 130 Euro, je nachdem, ob ihr entweder noch die Pro-Variante dazu nehmt oder eine farbige Variante von dem Edelstahl haben wollt, kostet es jeweils einen Zehner mehr. Das heißt 120 Euro für die Basic-Variante und 130 für entweder Farbe oder die Pro. Beides zusammen habe ich irgendwie nicht im Shop gesehen, weiß ich nicht warum. Breeze und auch die KFS, da ist relativ wenig im Vergleich an Zubehör dabei. Kann man also sagen, preis-leistungstechnisch ist das hier das Geilste, was du bekommst, wenn du eine Pfeife mit mehreren umbaubaren Blow-Off-Möglichkeiten haben willst. Das heißt, wenn ihr auf der Suche seid nach einer kleinen Pfeife mit verschiedenen Blow-Offs, aber ihr vielleicht noch nicht so viel Shisha-Zeug daheim habt oder ihr das Zubehör trotzdem gut gebrauchen könnt, dann ist die Epox 360
eine sehr geile Pfeife. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die Pfeife auch noch als Nicht-Komplett-Set rauskommt und vielleicht nochmal 15 oder sogar 25 Euro günstiger sein kann, weil viele von den Leuten werden eben nicht den 30. Aladdin-Kopf, Aladdin-HMD und Standardzange brauchen. Schlauch und Mundstück kann man wahrscheinlich immer gebrauchen, aber auch da wird es genug Leute geben, die das ganze Zeug schon daheim haben. Aber abgesehen davon bin ich mit der Pfeife extrem zufrieden. Es gibt ein paar winzige Kleinigkeiten, die hier unterstören, sowas wie, dass die Gewinne nicht alle absolut perfekt sind. Aber das sind auch nur Punkte, die ich bemängeln würde, wenn ich deutlich mehr Geld für so eine Pfeife ausgeben müsste. Ich hoffe, das Video zu der Epox 360 hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video helfen konnte, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben oder lasst mir sogar ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal.